Ja, auf jeden Fall das Stadion. Das Stadion und sein Umfeld. Ich erinnere mich gerne an Spiele wie gegen Essen oder gegen Aachen oder auch das Pokalfinale gegen Uerdingen, wo jetzt 12.000 Leute waren. Hier ist schon eine super Stimmung mit vielen fußballbegeisterten Menschen in der Stadt. Und ja, ich denke, das ist so ausschlaggebend, warum es in Wuppertal tatsächlich doch sehr schön sein kann, Fußball zu spielen. Ich bin gestartet hier mit einem sehr guten dritten Platz in meinem ersten oder in meinem ersten halben Jahr. Danach sind wir hochambitioniert gestartet, mussten relativ schnell eigentlich korrigieren, kamen dann mit einem fast Insolvenzantrag im Winter mit doch deutlich erschwerten Bedingungen aus der Saison. Und die letzte Saison, ja, ich will nicht sagen, dass sie zum Vergessen war, aber das war dann ja schon mit die schwächste Saison, die ich hier verbracht habe, obwohl ich auch sage und glaube, dass wir trotz Corona den Bogen selber geschafft hätten und den Abstieg verhindert hätten. Man wird damit schon konfrontiert, allein mit dem Stadion, mit der Größe des Stadions, aber auch, wenn man sich mit Fans oder mit Sympathisanten unterhält, auf irgendwelchen Veranstaltungen. Dann wird auch oft von dem Spiel gegen Bayern gesprochen. Und man bekommt es schon mit. Also der WSV ist kein kleiner Verein hier in der Region. Ja, mich persönlich pusht das. Also, was heißt pusht das? Aber ja, ich nehme das auf. Ich finde das jetzt nicht als erdrückend oder als Druck, sondern eher ganz im Gegenteil. Das ist eigentlich fast egal, ob die 10.000 eher für mich oder für den Gegner sind. Vielleicht die Nähe zum Zoo? Nein, ich weiß es nicht. Wenn man hier hinfährt, dann sieht das Stadion von außen sehr schön aus mit der Fassade. Man hat genau davor die Schwebebahn. Also man hat eigentlich genau beide, oder was heißt die beiden größten Wahrzeichen aus der Stadt direkt in einem Blick. Und ich glaube schon, dass das eine Attraktivität auch auf andere überträgt. Ja, wir haben dieses Jahr ja eine riesige Liga, würde ich sagen. Wir haben mit Münster einen Absteiger, den man jetzt noch schwer einschätzen kann. Nichtsdestotrotz sage ich, dass wir mit der Qualität, die wir im Kader haben wollen und auch zum Teil haben, eigentlich eine solide Runde spielen müssten. Ich will kein Ziel ausgeben, aber ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem Abstieg dieses Jahr nicht viel zu tun haben werden. Ja, ich sage oft und gerne, dass der WSV für mich wie ein schlafender Riese ist, bei dem in den letzten Jahren viel passiert ist, auch viel Negatives passiert ist. Dass es jetzt jemanden geben muss oder viele geben muss, die sich darum kümmern, dass hier Dinge wieder in den geordneten Bahnen laufen, dass es Strukturen gibt, dass man denjenigen, die dafür verantwortlich sind, Zeit gibt. Aber diese Verantwortlichen müssen auch um den Stellenwert des WSV in der Stadt und die schwierige Aufgabe wissen. Und wenn man dort den richtigen findet, dann ist hier in Wuppertal alles gegeben. Ja, es kommt so ein bisschen darauf an, wie man jetzt durch die Insolvenzgeschichte kommt. Ich hatte es ja anfangs erklärt, es ist viel möglich hier in dem Verein, es ist auch viel gegeben. Die Strukturen sind da, sie müssen vielleicht überdacht oder professionalisiert werden. Aber ich glaube auch, wenn man da an den richtigen Schrauben dreht und wenn man die Sponsoren, die Fans und alle anderen wieder auf seine Seite bekommt, dann ja, kann das auch eine Liga höher passieren hier. Ja.